Hallo und willkommen zurück hier bei Fallout 4, wo wir in der letzten Folge bei Zimonia noch diese. Ach nee, da sind wir jetzt gerade. Bin ich bescheuert, Alter. Das ist ja schon wieder zu geil heute. Nee, ich bin auch schon wieder ein bisschen raus. Ich nehme jetzt gerade nämlich wieder neu auf. Also, neue Session gerade gestartet und ja. Ihr wisst ja, wie das immer ist bei mir. Ich bin ja immer Rockstock raus. Was macht denn die scheiß Kuh hier? Hau doch mal ab. Also Mann. Nee, stimmt ja. Jetzt fällt mir doch erst wieder richtig ein. Naja, gut. Sollten wir ja noch den Leuten Bescheid sagen hier, dass wir das alles geklärt haben Ich jetzt. wusste, du würdest uns helfen. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ja. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Was wollt ihr denn alle von mir? Drei Weiber? Da kommt's gar nicht mehr klar, Alter. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ja. Und jetzt wollen wir natürlich bestimmt gleich wieder zu Preston, ne? Kennst du die Farm, die von Ghoulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Ja. Siehst du, sag ich ja. Gleich wieder direkt mit Preston sprechen. Was machen die Viecher denn hier, sag mal? Können wir jetzt hier noch irgendwas an. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Die sind ja nur Frauen. Vielleicht sollten wir uns hier niederlassen. Nee, nee. Gut, Leute. Und ich hatte ja, das fällt mir jetzt auch noch gerade wieder hin. Ich hatte ja auch in vielen Folgen jetzt schon mittlerweile gesagt, ihr habt, so, das mache ich jetzt einfach mal fix hier. Karte. Und dann einmal, wir haben, genau, mit Preston sollen wir sowieso quatschen. Da möchte ich dann sowieso hin, weil, wo hab ich stehen geblieben? Ach so, da ich ja schon in so vielen Folgen jetzt mittlerweile gesagt hatte, dass wir ja auch mal wieder ein bisschen bauen können und Waffen upgraden und hast du nicht gesehen, würde ich vorschlagen, dass wir das jetzt einfach mal wieder ein bisschen angehen, ne? Und als ich das Spiel gestartet hatte vorhin, da kam erstmal gleich noch wieder eine Meldung von wegen neuer Patch, Version, wie auch immer, ne? Also, da ist jetzt die Version 1.03 oder so drauf, ne? Also ist jetzt die ganz, ganz neue. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Features sind. Ich habe mich da jetzt noch nicht schlau gemacht. Aber vielleicht ist das ja, hat ja auch schon was mit dem Bauen zu tun. Man weiß es gar nicht, ne? Was ist denn, wenn wir jetzt hier rangehen, ist hier bei. Spezial. Ne, ist eigentlich nur. Ne, das hatten wir schon alles, ne? Pass mal auf, wir können ja mal. Was wollen wir denn jetzt machen überhaupt? Oder wollen wir erstmal ein paar Waffen modifizieren? Das würde ich vorschlagen, ne? Pass mal auf, wir können ja mal gucken, was Was habe ich denn ist? jetzt. Ach, ist gar nicht, ist alles gut. Alte Frau. Ach nee, wir sollen ja erstmal noch pressen. Mensch, ich bin doch schon wieder total verpeilt hier, Junge. Ey, hoch! Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Bleib doch liegen, kannst doch so quatschen mit mir, Mensch. Du brauchst doch nicht extra aufstehen. Das hab ich doch nur so gesagt. Los, hoch. Oh. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ja. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Wie Natürlich. üblich, habe ich noch was, um das du dich kümmern könntest. Schon Eine wieder. Gruppe Ghule hat sich in der Nähe einer Siedlung eingenistet. Die Leute könnten unsere Hilfe brauchen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen, also sieh mal, was du tun kannst. Aha. Schon wieder gut. Ah, guck mal hier. Und die Ghule sind ja doch dann bestimmt. Die werden bestimmt dann hier sein, ne? Die Ghule, ne? Nehme ich an. Machen wir aber nicht jetzt. Jetzt widmen wir uns wirklich mal halt wieder ein bisschen den Waffen-Upgrades und Modifizierung, wie auch immer, ne? Wie auch immer ihr das nennen wollt, mögt, magt. Hast du nicht gesehen? Kann ja mal gucken, was habe ich denn jetzt Was überhaupt? baust du da? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Lass mich doch erstmal gucken. Also, Mann. Ah, stimmt, die hatten wir ja gefunden, ne? Stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Ja, jetzt kommen so langsam wieder ein paar Bruchstücke kommen wieder zusammen hier. Können wir. Ah, guck mal, genau. Die können wir auch mal gucken, ob wir die jetzt nicht auch noch wieder ein bisschen stärker machen können, ne?
Was hatten die jetzt an Schaden? 48 hat die jetzt. Dann nimmt das ab. 48, 48. Hier, das höchste. Ah, geht gar nicht, guck mal. Ah, da brauchen wir Wissenschaft, ne? Benötigter Rang 3. Hab ich das nicht schon? Nee? Das hab ich noch nicht. Kacke, wa? Automatiklauf, die möchte ich eigentlich behalten, aber vielleicht ist hier noch ein verbesserter Automatiklauf. Was hat der denn hier zu bieten? Verbesserte Feuerrate, Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhter Rückstoß. Kleineres Magazin. Mangelhafte Präzision. Ah, naja, gut, aus der Hüfte, das ist ja scheißegal. Und was hat der denn jetzt hier? Verbesserter Automatiklauf. Überlegene Feuerrate. Verbesserter Schaden. Verbesserte Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhter Rückstoß. Naja, gut, so viel besser ist der jetzt auch nicht, ne? Oh, der wäre ja geil, ne? Aber das ist wieder kein Automatik-Ding, ne? Außergewöhnlicher Schaden, ja. Das ist ja alles schön und gut, aber Automatik wäre mir natürlich lieber, ne? Was haben wir denn hier alles an Glasfaseroptik? Oh, wir haben schon schön gesammelt, wa? Glas. Achso. Das ist ja Glasfaser. Glasfaseroptik haben wir 28, ne? 10 brauchen wir. Gold. Kleber haben wir jetzt auch schön viel, ne? Oh, Kristall. Ey, wir haben ganz gut Sachen schon gesammelt jetzt. Meine Fresse. Schaltkreise. Krass, Alter. Schrauben. 17. Soll ich das mal nehmen einfach? Ich meine, der ist dann wieder ein bisschen stärker, ne? Komm, da mache ich auch einfach jetzt. Scheiß drauf. Zack. Preston hat das gefallen. Naja. Was denen alles gefällt. Haben wir schon den richtigen... Der Beste ist ja... Oh, den könnten wir sogar machen. Sag mal, was hat der hier denn jetzt? Außergewöhnliche Präzision durch das Visier. Verbesserter Nahkampfschaden, naja, das ist mir eigentlich relativ Rille. Außergewöhnlich. Und was hat der noch zu bieten? Außergewöhnlicher Rückstoßdämpfung. Was brauchen wir denn dafür? Zeig ich mal. Ach, das steht schon. Ah, da können wir gar nicht mehr weiter blättern, ne? Da brauchen wir Kleber. Halt mal an, was mache ich denn hier? Feder, da haben wir 114 Stück von. Glasfaser, 99. Gummi, Kleber. Eigentlich haben wir genug alles, ne? Oh, Schrauben brauchen wir da aber eine Menge für, wa? Ne, denn lasse ich das lieber, ganz ehrlich. Das ist mir zu teuer mit den Schrauben. Das ist mir auch ein bisschen zu selten. Brutal. Naja, gut, damit ist nicht so. Dann schieße ich eigentlich gar nicht so wirklich. Was ist denn hier noch alles für einen Schnulli drinne? Die könnten wir eigentlich mal wieder aufrüsten, ne? Aber da haben wir noch eine. Die hat schon ein Magazin, was größer ist, ne? Was ist das denn hier noch für eine? Panzerbrechend. Kompensiert. Ah, genau, der Plasmagewehr. Das können wir mal ein bisschen machen, wa? Dann nehmen wir erstmal hier. Nee, pass mal auf, dann nehmen wir erstmal. Das ist ja Schaden hier, ne? Genau. 48. Wie hoch geht denn das? Oh, 57. Sehr geil. Ah, mehr können wir auch noch gar nicht machen. Rang 3 und Rang 4. Boah, krass. Wisst ihr was? Das knall ich jetzt auch wirklich erstmal auf hier. Guck mal, da haben wir genug von. Von dem ganzen Zeug, was wir da brauchen. Also, was spricht dagegen, ne? Feuer. So, was haben wir hier noch? Kurzer Lauf haben wir im Moment. Oh. Streuer. Verschießt mehrere Projektile. Verbesserter Schaden. Mangelhafte Präzision. Naja, ist nicht so meins.
Verbesserte Feuerrate. Da wird das Magazin wieder kleiner. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Bei dieser Knarre, finde ich. Scharfschützen. Scharfschützengewehr haben wir ja, das reicht ja, ne? Das finde ich auch immer ganz geil, irgendwie hier. Flammenwerferlauf. Flammenwerfer. Ach so, ach, da baust du das Ding komplett um. Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Verbesserter Kurzlauf. Ach so, jetzt kommen hier nur noch die etwas stärkeren, ne? Ja. So, warte, ich glaube, wir nehmen tatsächlich. Ne, den Streuer nicht, den hier. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Gut, der Rückstoß ist ganz schön hoch, denn, ne? Erhöhter Rückstoß. Aber. Was brauchen wir denn da überhaupt alles? Oh, Alter. 5 Schrauben. Ist egal. Das nehme ich aber. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Standardkolben. Ah, die anderen können wir gar nicht machen. Ja, weil uns jetzt natürlich die Schrauben wieder fehlen, ne? Oh, ey, Kotze und Essen. Alter, da brauchst du 10 Stück. Ach, würde sowieso noch nicht gehen. Da brauchst du ja wieder Rang 3 bei Wissenschaft. Naja, gut, im Moment, der ist ja eigentlich ganz gut der Griff, ne? Bisher. Standardvisier. Möchte ich natürlich auch, oder obwohl, eigentlich brauchst du dafür gar kein Visier, ne? Ein Zielfernrohr brauchen wir dafür eigentlich sowieso gar nicht. Und wenn denn am besten irgendwer, wo man gar keine Schrauben für braucht. Aber hier brauchst du ja überall Schrauben, sehe ich gerade. Sind zwar überall nur 2, aber wir haben auch nur noch 3. Was kannst du denn hier noch alles? Na gut, das ist eigentlich überall immer das Gleiche, ne? Gut. Ich denke mal, die können wir eigentlich so erstmal so lassen, ne? Die war eigentlich auch ganz geil, ne? Die Knarre hier. Die hat schön reingewumst. Ach, da habe ich sogar 2 Stück von. Mächtig. Die ist aber stärker hier, ne? Oder was? Ja. Warum habe ich denn die vorhin nicht genommen? Ich hatte die ganze Zeit ausgewählt, ne? Na klar, darum ist doch das Herz dahinter. Was können wir denn hier alles schön machen noch? Mächtiger Verschluss. Wo sind wir? Alter. Mächtiger Verschluss. Was haben wir hier noch? Da wird wieder schlechter. Das ist wahrscheinlich schon das Stärkste, was überhaupt geht, oder? 78 und der? 78. 91, Alter! Na, das wäre natürlich auch noch ein Burner, ne? Alter Schwede. Außergewöhnlicher Schaden. Verändert den... Ja, gut, das ist klar. Das steht ja da, ne? Die 3 Achter. Also da brauchen wir eigentlich gar nichts machen. Was ist denn, wenn wir hier noch was machen? Was verändern? Was haben wir denn jetzt den? Kannst du weiter gar nichts machen. Vollständiger Kolben haben wir bereits. Können wir auch nichts weiter machen. Großes Magazin haben wir bereits drin jetzt, ne? Ja. Ja, die ist eigentlich schon top, die Knarre so, ne? Also da brauchen wir wirklich gar nichts mehr machen. Finde ich. Wir bringen die dann auch erstmal weg. Oder nee. Doch. Wir verlassen erstmal. Jetzt will ich mal kurz noch hier. Zeig mir mal. Wo ist denn die überhaupt? Plasma, Plasma, Plasma. Unser Plasmagewehr. Hä? Ach da. Zack. Na nun, sag ich mal. Aber auch geil. So wollte ich das haben. Genau. Man kann alles reparieren. Waffen, Computer, Menschen. Man braucht nur die richtigen Werkzeuge. Ja, und wie das geht, sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Ich mache hier einen kurzen Cut und sage bis gleich.